geht weiter, deluxe-mäßig. Das ist die Combo. 5 Sterne Deluxe. Wie ein Kamm wäre der Dreharbeit im ersten Video. Und hier Backstage. Deluxe-mäßig soft. Männer mit Gefühlen. Romantic Warriors. Und Männer mit Problemen. Da sieht man dann auch Männer mit Problemen. Zum Beispiel heute Abend wieder im Hotelzimmer, wahrscheinlich. Und hier, das ist eins meiner heftigsten Fotos. Das ist Barschel 78, Barschel im Hotelzimmer. Das Foto ist nie veröffentlicht worden, weil es zu heftig war. Die alle Redaktionen haben gesagt, nein, Marc, das können wir nicht machen, das ist zu heftig. Mach das irgendwie auf, musst du irgendwo anders machen, das Bild. Bei euch in der Bio steht drin, dass ihr euch auf so einem Zwischenweg bewegt zwischen den Plastik-Europop-Rappern und jetzt den Tempelwächtern, was weiß ich, Oldschool-Fundamentalisten, wie immer man sie nennen möchte. Ich habe mir die Platte angehört, ich habe die gestern erst gekriegt, aber ich habe sie mir trotzdem ein, zwei Mal angehört. Und ich höre von euren Statements, ist es so ein bisschen kontrovers. Also ihr habt manchmal Sachen, da steht, was weiß ich, ein bisschen härter als Pop, sagt, glaube ich, Ferris auf dem ein bisschen zu hart, um Pop zu sein. Oder ein bisschen härter, um Pop zu sein. Nicht Ferris, sondern Sammy Deluxe, okay, und Dynamite Deluxe. Stimmt. Und das ist eigentlich nur auf die Smoothness des Tracks im Allgemeinen anzuwenden. Also wir setzen uns nicht hin, und zu sagen, irgendwie, wir wollen jetzt gerade hart genug sein, dass wir kein Pop sind, sondern das ist eher so gedacht bei diesem speziellen Track, weil er halt eben so smooth ist, dass er trotzdem mit einer gewissen Roughness rüberkommt. Eigentlich darfst du auch noch gar nicht antworten, weil die Frage war noch nicht zu Ende. Ich formuliere das so manchmal kompliziert. Irgendwo sagst du, oder wo sagt Hip-Hop oder nicht, ist Latte. Dann gibt es ein Statement, Hip-Hop-Clowns, Party-Rapper, und der My Life ist so, was ich richtig rausgehört habe, denke ich, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist der Tenor, dass jeder machen kann oder jeder machen soll, was er machen will. Die Frage scheint euch irgendwie trotzdem irgendwie zu beschäftigen. Wo, was ist für euch, das wollen alle. Das ist genau das Ding, dass halt irgendwie, dass es nicht wirklich um Musik geht, sondern um Leben. Es ist halt mehr als Musik. Und darum versuchen wir halt einfach, uns so gut es geht, halt zu reflektieren. Mehr als, dass wir versuchen, irgendwie Sachen zu schaffen, die gar nicht wirklich real sind. Sondern wir versuchen einfach, uns zu reflektieren, damit die Leute, wenn sie unsere Platte hören, irgendwie ein Stück von uns mitkriegen. Und dass man sagen könnte, dass man uns kennenlernt über die Platte. Dass man, wenn man uns dann trifft, dass man dann auch sieht, so, ja, man kann das Lied zum Beispiel, bei dem geht das ab und bei dem geht vielleicht das ab und so. Man kann es halt, ist halt eine Vorstellung praktisch. Es ist eine Vorstellung für die Leute, damit die sehen, wie wir ungefähr drauf sind. Und das ist halt das Wichtige, dass wir reflektieren und nicht neu schaffen, damit eine neue Realität für die Leute geschaffen wird von uns. Sondern es ist halt wirklich von uns einfach nur reflektiert, damit die Leute sehen können, wie wir drauf sind. Du willst dazu noch was? Ja, der Ansatz ist halt eben ein anderer, weißt du? Man geht halt nicht darauf und sagt, wir wollen ein Stück machen oder so, sondern wir sagen halt, wir machen einfach das, was uns bewegt, einfach, was abgeht halt in Hamburg und für uns jetzt in unserem Bereich, wo sich die Sachen überschneiden. Dass man einfach dann aus dieser Gesamtheit, wie wir flashen einfach, wie wir drauf sind, dass man dann da einfach irgendeine Sache entwickelt, die einfach abgeht nach vorne. Die Kontroversität entsteht wahrscheinlich auch, weil wir halt momentan Gefühle und Emotionen und momentan, also wie man drauf ist halt in dem Moment, verarbeiten wir in einem Lied. Das heißt, dass manchmal kann man so drauf sein, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch so drauf sein. Das ist halt das Wichtige für uns, dass man wirklich uns kennenlernen soll in allen unseren Facetten, in dem ganzen Spektrum, was wir zu bieten haben. Und das ist halt auch mehr als nur unbedingt dieses Hip-Hop-Ding. Weil Hip-Hop an sich kann von Hip-Hop alleine nicht leben. Hip-Hop, ich spuck immer beim Reden, ich weiß nicht warum. Aber naja. Also Hip-Hop an sich kann nicht von Hip-Hop alleine leben. Also es braucht die Einflüsse von Soul, Funk, diese Samples. Das ist halt das Wichtige, also, was Hip-Hop auch ausmacht. Und wir wollen halt nicht diesen anderen Faktor außen vor lassen, sondern wir wollen halt auch die Faktoren, die halt uns persönlich alle einzeln beeinflussen, mit in diese Musik einbringen. Das heißt, jeder hat für sich seinen einzelnen Mikrokosmos hinter sich. Jeder hat seine Posse, irgendwie seine Freunde und seine Musik, die er hört. Aber wenn wir zusammenkommen, haben wir einen gemeinsamen Mikrokosmos. Das ist halt das Wichtige. Also. So, was haben wir als nächstes am Start? Da gab es ja Leute, die sagten früher zu uns, wir würden Hip-Hop nicht ernst nehmen. Das habe ich auch gehört. Ich fand es nicht so geil. Einige von ihnen meinten, wir seien Hip-Hop-Clowns. Ja, ich hab's vernommen, oft genug. Andere wiederum meinten, wir seien Party-Rapper. Das ist richtig. Aber wir wollen diesen Leuten danken, dass sie uns die Idee gaben, um etwas zu schaffen.
Weil was ist besser, etwas zu schaffen oder versuchen, durch Worte etwas zu zerstören? Natürlich etwas zu schaffen. Wir haben etwas geschafft und das heißt Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper. Danke, Leute. Geh mal links. Achtet auf den Text und so. Yeah. Und es ist zum Tanzen. Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper. Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper. Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper. Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper. Samstagabend, 18 Uhr, Ding-Dong, hallo Nils. Hallo alle, hey, du hast ja schon eine Fahne. Ich habe eine neue Stadt, die abgefahren ist. Das ist eine Party. Ich hab mir voll abhaut. Du hast ja schon die Flotte, die Klamotten. So geil, Outfit, dann bist du nie gekommen. Wenn die Ahne haut auf die Kacke, wenn die jetzt haut mit. Doch mit deiner Pizza-Fresse kriegst du keine Deal. Was soll ich damit? Ich hab Titel. Dank Lerasil, ist der Lieferfinger abdeckt. Das ist Tip-Top, wir geben heute Abend mehr wie Hip-Hop. Schon würde vor Amtszeit loszugehen. Ich möchte das Konzert aus der ersten Reihe sehen. Das stimmt, Nils, erste Reihe, das ist Bus. Schnapp dir deine Jacke, auf geht's zum Bus. Die Menge hat sich aus dem Bus ins Herz der Piste. Schnell noch ein Giegeltisch vor der Bandkiste. Ich sag an, heute ist Party all night long. Und wenn wir erstmal drin sind, singen wir unseren Song. Wir packen unsere Luftschlangen aus und werfen sie in die Luft. Alle packen ihre Luftschlangen aus und werfen sie in die Luft. Denn das sind Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper. Artikel 3 des Grundgesetzes. Gleichheit vor dem Gesetz, hier gebe ich Kund des Textes. Das Album heißt Silium. Wofür steht es? Tja, das steht für dieses Mysterium, was in uns allen drin ist. Diese Substanz, die wir aus dem Album herausziehen. Das ist praktisch die Substanz, die man nimmt, wenn man alle Tracks von diesem Album zusammenpresst. Und was da unten als Harz rausgerutscht kommt, das ist dann nachher das Silium, weil das muss man einnehmen, sonst versteht man es nicht. Anhören, folglich. Richtig. Ja, cool. Ich habe eine Frage zum Video. Also wir haben das erste Video haben wir eben gesehen, am Anfang der Sendung. Sehr schön übrigens, meiner Meinung nach. Ihr habt ein zweites Video gemacht, das durfte ich noch nicht zeigen, bis vor kurzem, weil es irgendwie da ein Holdback gab oder sowas. Läuft jetzt schon auf Rotation. Ich komme hier nur einmal pro Woche, so im Fernsehen sozusagen. Für mich sieht es ein bisschen so aus, nicht böse gemeint, einfach rein informativ, als wenn das so ein bisschen auf Viva-Rotation abgezielt wäre, das zweite Video. Was habt ihr dazu zu sagen? Ja, also das kann ich, da würde ich ganz gern was sagen. Beide, also einer nach dem anderen. Ey, Moment mal, Alter. Ich sag das jetzt, weil Bo ist zu heftig jetzt immer. Der macht das immer zu kompliziert. Ich mach's ganz einfach. Der Style ist einfach, also das ist, kann ich ganz gut erklären, weil Bo und ich nämlich die Typen waren, die auf diesem Style geflasht sind. Wir saßen also im Hotelzimmer und haben diese Commercial Presentations gesehen, also diese Werbesendung, die dann immer nachts um 3 Uhr oder so irgendwie laufen. Da gibt's ja auch immer diese Gimmick-Styles, weißt du, da gibt's auch so Trimmer und so, die dann da einfach abgehen. Und auf diese Sache sind wir einfach irgendwie auf der ersten Promotour total abgegangen und haben uns überlegt, ja, dann machen wir einfach den Style. Und das Gute ist eben an diesem Ding, dass wir für das Stück Willst du mit mir gehen, einfach eine total visuelle Umsetzung des Stücks haben wollten, ganz nah am Text. Das heißt also, dass du wirklich die Strophen hast, die einzelnen Zeilen und dann auch sofort das Bild dazu hast in dem Moment. Das heißt, du hast wirklich die chronologische Abfolge und hast zum ersten Mal eine totale Vermischung von Text und Bild. Und dieser Refrain, Willst du mit mir gehen, da sind wir eben also drauf abgegangen, dass dieser Refrain, Willst du mit mir gehen, eben auf diesen wahnsinnigen Reebok-G-Maschinen läuft. Und das ist eben das Heftigste. Und das also hat nichts mit irgendwelchen Gimmicks so zu tun oder irgendwelchen Styles, so, sondern das ist einfach nur eine visuelle Umsetzung des Themas. Ja. Das ist
Das war halt dieses Möchtest Gehen. Du auch noch was? Einfach diese Bewegung des Gehens halt auf einer Gehmaschine, was es ja ist, halt umzusetzen. Und da haben wir halt noch diesen Oldschool B-Boy-Flavor halt dazu gepackt, halt mit diesen weißen Outfits, mit den Superstars und was man alles am Start hatte. Und irgendwie, also das Wichtige, das ist halt das Ding, viele Leute sprechen uns auf diesen Chorus an und auf die visuelle Umsetzung. Aber das Wichtige eigentlich ist halt der Text, der halt visuell umgesetzt wird. Das dazwischen ist halt wirklich nur so eine Art Werbung, die praktisch die Geschichten, praktisch den Film, der abläuft, unterbricht. So. Soll das ganze Teil einfach nur in dem Moment, wo dieser Refrain einsetzt, soll es einfach nur diesen ganzen Style grafisch und optisch eben auf den Punkt bringen. Also das heißt, du hast dann zack sofort ein Eye-Catching-Ding, dass du diese vier Typen siehst auf diesen Gehmaschinen. Es ist einfach, es spricht einfach an, weißt du, da geht einfach was. Ist es jetzt eine Bejahung oder eine Beneinung meiner Frage? Wie war die Frage? Ob nein, das ist die Antwort. Ja, ich hab sie gestellt. Ich hab sie nämlich gestellt. Ich hab sie mir extra aufgeschrieben. Nee, die Frage war einfach, das Video ist im Vergleich zum ersten einfach einfacher, sich auch anzugucken. Also auch für andere Leute, weißt du? Also nicht. Ja, aber das liegt am Lied. Das liegt ja auch am Lied. Tyrant, das liegt am Lied. Das liegt am Lied, Jungs. Okay. Was ich vorschlagen würde, weil es geht hier durcheinander, wir gucken uns das einfach mal an und ihr macht euch selber eure Gedanken drüber und danach vielleicht reden wir noch mal ein bisschen darüber. Jedenfalls, willst du mit mir gehen ins zweite Video von den Jungs heute? Als Corinna 14, Markus 15 das erste Mal traf, dachte sie nur, wow, ist der scharf. Und fragte gleich in ihrer Clique, ob ihn jemand kennt. Von wegen, dass sie jemand Namen und oder Alter nennt. Then a day later in school, dann ein Tag später in der Schule, sah sie ihn, während sie quasi ihn observierte. Und ob das Open Up werden würde, wird sich zeigen, als er die 9a betrat. Und wie der Zufall spielte, kannte Corinna Steffi aus derselben Klasse. Steffi kannte Stefan. Und Stefan kannte Markus, war gut mit ihm befreundet. Na toll, doch wie kommen Corinna und Markus jetzt zusammen? Sie entscheidet sich für das Partyprogramm. Yeah. Nach 2 Wochen Planung wurde langsam klar, Corinna macht eine Party und alle sind sie da. Markus kommt mit Stefan, denn Steffi lädt sie ein. Der Höhepunkt des Abends, Markus bricht sein Bein. Corinna macht sich Sorgen, Stefan lacht ihn aus. Corinna und ihr Vater bringen Markus ins Krankenhaus. Eine Viertelstunde Fahrt reichte zum Verlieben. Und sie stand nach 3 Tagen auf Markus Gips geschrieben. War pünktlich um 8 bei seiner Arbeit und war bereit für seinen Auftrag. Sein Chef rief ihn rein, sagte Sitz und Carsten saß. Höppels war fett, ein Halbglas mit dem Auge aus Glas. Er behandelte Carsten sehr schlecht und verstand nie, was er wollte. Carsten hingegen machte immer, was er sollte. Der Chef erzählte ihm von der Kundin, von wegen der Emanze. Carsten war das Wurst, denn er sah sie als Chance. Nein in die Freiheit und weg vom Chef. Claudia hingegen war einsam. Sie sah gut aus, doch sie wusste es nicht. Und sie sah nie das Licht. Sie brauchte einen Partner, der sie führte. Er musste nicht schön nur für sie da sein, sodass sie ihn spürt. Durch einen Freund kam sie zur Carstens Agentur. Er mochte sie gleich, als sie ihm durch die Haare fuhr und dachte, wow, was für eine Frau. Die 3 Punkte auf ihrem Arm kannte er genau. Er wedelte mit dem Schwanz, sie nahm ihn an die Leine und frug, was mit mir war müde wie nichts Gutes. Doch Meister E, der aufstand, nahm er einen Schluck Pilz. Gestern Nacht bis 8 durchgemacht, wie gelacht, doch noch mehr gezecht. Was ist jetzt recht? Es geht ihm schlecht, denn er war wie ein Kung-Fu-Schaukampf ohne Körperkontakt und das schon über ein Jahr. Sein Geist ist willig, doch das Fleisch ist rar. Die Britta war auch nicht fitter, sie saß alleine auf ihrem Sofa und litt da. Denn sie war einsam seit 3 Jahren und 5 Monaten und ihre Knochen moderten, weil sie sich nie regte. Und wenn, dann regte sie sich auf, war ihr Bier alle. Ach du Scheiße, Bier leer. Bier leer. Doch es ist keiner da, der es ihr bringt. Da muss sie wohl selber gehen zum Laden an der Ecke. Doch ist man so müde wie sie, ist das eine große Strecke. Für Britta jedoch ist nichts schlimmer als 1 Stunde ohne. Na, dann muss ich wohl los. Nur 2 Sekunden später denkt auch Peter,
Hamburger Mulvolo. Und sie gehen, so müde wie sie sind, sehen auch beide aus. Sie haben mehr Ränder als Augen und man mag es kaum glauben. Während Peter nach dem Bier griff, griff auch Britta. Als sie sich berührten, griff sie an die Witter. Für ihn war das, wonach er sich sehnte. Und er fragte sie müde, als sie ihn angähnte. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Na ja, schick, schneller, bist du uns nicht so, deine Boxen weg, null, hörst du unsere Produktion. Na ja, schick, schneller, bist du uns nicht so, fünf Sterne in der Klo, benutzt am Mikrofon. Na ja, schick, schneller, bist du uns nicht so, deine Boxen weg, null, hörst du unsere Produktion. Na ja, schick, schneller, bist du uns nicht so, fünf Sterne in der Klo, benutzt am Mikrofon. Eins, zwei, drei, wir sind zum Tier, fünf Sterne Deluxe sind an deiner Tür, bereit für den Einzel, also mach Platz. Es stimmt, dass unser Scheiß fett ist, in Erd ist auf der Erde. Albert Einstein ist tot und wir haben sein Erbe. Und wir haben den Verstand, so knacken die Synapse. Wenn wir beide so machen, dann ist man selbst in der Kraft. Wir sind verrückt, fünf Sterne ist alles schön. Wir sind bereit, ja, als ganz überlebt. Sie sind verrückt. Relativ geschickt, schick, wo schicke Grüße an die Schickeria. Mir ist klar, dass ihr auf uns abfahrt. Ihr habt doch schicke Schier. Doch deine meinte Lips, Doppelkopf, 5 Sterne, ABs und 1-2. Sind im Norden verantwortlich für ein hohes Niveau. Doch du sind auf der Süd, der Westen und der Osten. Hörst du unsere Beats, fragst du nur, was sollen die kosten? Na mindestens genauso viel wie Kate aus ihrem Schloss. Sauber wie Ono, bekommst du Ono, drück ich auf Ono, sind du wie ein Bono, Stereo, sogar ein Mono. Fünf Sterne sind quadrophonisch, süß wie Honig, geht gut wie der Lohnig. Mit meiner Stimme, bisschen Schatz aus deiner Lippe, ab jetzt kommt der Berlin in einer Stimme. Dein Herz schlägt schneller, bist du unsere Institution, deine Boxen brennen null, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, bist du unsere Institution, fünf Sterne in der Klo, benutzt am Mikrofon. Dein Herz schlägt schneller, bist du unsere Institution, deine Boxen brennen null, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, fünf Sterne in der Klo, benutzt am Mikrofon. Heftig, 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 Magnesium! Heftig, 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 DJ Kuhlmann! Heftig, 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 Tobi Tokyo! Heftig, 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 Steisbo! Heftig, 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 Jackie Hönes! Heftig, 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 Bill Massiv! Heftig, 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 alle geilen Tussen im Haus! Heftig, 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 und alle coolen Typen! Und jetzt an ihr dran, Alter. Zeig den Style mal. Wir fangen an und an ihr. Heftig, heftig, heftig. 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 Aber seid ihr noch nicht besoffen genug, oder was? Work up. Work up. Genau. Stolz Davis aus Hamburg City. Das ist Stolz Davis aus seiner Hotelsuite. Ein begnadeter Künstler. Und hier. Boyhood Terror A7. Kräftige Muskel. Auch einen ganz guten Body der Mann. Ich habe genau hier eine Handtaschenräume von Bob's Riegel. Kurz nach dem Überfall auf das Möbelgeschäft gefasst werden konnte. Und hier der Disco Tizer nochmal Deluxe auf dem Balkon getan. Das ist halt ein Lebemann, der trinkt gerne einen. Der sagt nicht nein, wenn man eine Tür gereicht wird. Das sind halt Leute, die sind über den Zenit. So, hier Aaron Carter, berühmter Amerikaner. Ja, das ist auf der Popcorn-Promenade. Wir haben zufällig gesehen, dass er sich ein neues Bike geholt. Das auch deluxe-mäßig abging, deshalb haben wir das fotografiert. So, und hier? Das ist 78, das war das Herz, wir waren gerade am Flughafen, das ist einer der Flugzeugentführer von Mogadischu.
den wir kurz nach dem Einchecken gefasst haben. Ich möchte von euch wissen, wer noch auf dem Album mit dabei ist, weil es sind eine ganze Menge Leute drauf gefeatured und ich denke, dass es auch nicht unwichtig ist hier. Also einmal haben wir dabei Sammy Deluxe von Dynamite Deluxe. Mongo Clique! Das ist ganz wichtig, weil das Bose Mongo Clique ist. Die heftigste Clique auf der ganzen Welt. Nein, nur in Hamburg City. Nur in Hamburg City, eigentlich Eimsbusch. Team Eimsbusch. Aber das war halt eben sehr wichtig, weil das unser Hamburg-Connection ist. Und ich habe halt eben auch einen Song auch mit Ferris gemacht, weil ich mich mit ihm eigentlich ziemlich gut verstehe. Und er ist jetzt inzwischen auch Hamburger geworden. Und deswegen waren diese beiden Connections dann noch klar. Also wir haben im Prinzip bei diesen beiden halt eben wirklich darauf geachtet, dass wir mit den Leuten auch abhängen und dass wir mit denen ein Ding am Laufen haben. Irgendwie so. Und das, daraus sind dann die Dinger praktisch von selber entstanden. Irgendwie. Was ist mit der Bismarck-Geschichte, die natürlich geil ist, die sehr geil ist? Das ist halt eine Art Kreis, die sich schließt. Also früher haben wir halt angefangen, Hip-Hop zu hören. Da war natürlich Bismarck auch dabei. Und er ist halt, er geht halt mit der Sache sehr... sehr smooth und easy um und er produziert halt seine Styles selber und alles. Also er ist schon so eine Marke, halt so ein Pfeiler praktisch, der diese ganze Hip-Hop-Geschichte hält. Und deswegen, jetzt wo wir mit ihm zusammengearbeitet haben, ist natürlich irgendwie für uns auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Er ist halt einer, von dem wir genährt haben und auf dem wir aufgewachsen sind. Und jetzt mit ihm ein Lied zu machen, ist halt ein Kreis, der sich schließt und der uns natürlich auch weiterbringt. So, von daher, es ist so eine Art Traum, die in Erfüllung gegangen ist. So. Für die Leute, die nicht so informiert sind, ihr habt mit Bismarck ein Lied gemacht, ein Remix von Willst du mit mir gehen? Und er hat da irgendwie mit drauf gerappt und drauf gesungen. Auf Deutsch. Auf Deutsch. So, wie ist es denn zustande gekommen? Habt ihr da Connections gehabt nach drüben? Oder? André Lud, unser Labelboss bei Yo Mama, schönen Gruß an André. Danke, dass du uns lieb hast. Der Typ ist einfach zu heftig, der hat ja eine heftige Vergangenheit hinter sich. Der hat ja auch viel geschrieben damals, das muss 48 gewesen sein. Da ist der Typ halt richtig auf Lyrics abgegangen und hat dann, wir haben ein Problem oder was? Alles klar, Günther, danke. Also 48 ging da einiges mit Loot und der hat halt für Network Press, glaube ich, hieß das damals, geschrieben und er kannte also Bismarck noch von da. Und jetzt ist er halt rübergeflogen mit Tobi in die D&D-Studios und dann hat er halt die Connection klar gemacht und hat dann, und das ist das Heftigste, er hat es dann halt so in Lautschrift aufgeschrieben, was er halt singen muss, damit er ungefähr so das Feeling für die Aussprache kriegen konnte. Das heißt, also er hat nicht hingeschrieben, willst du mit mir gehen? Und dann musste Bismarck das ablesen, sondern er hat dann gesagt eben, willst du mit mir gehen? So, und so ist dann das Ding entstanden. Das heißt also, dass er genau das Feeling hat für ungefähr die Lautmalerei. So. Dass er genau wissen konnte, wie er das umsetzen soll. Und so ist das Ding einfach rübergekommen. Alles klar, nochmal ein Video, sage ich so gerne. Bis gleich. Yo, Puba, you gonna be ready? We got a live feed in 30 seconds. Yeah. All right, man, I'll see you then. 2000. Ladies and gentlemen, I found him. I want you to meet the baddest in town. Right on. Who is it? Well, it's Grand Poobah, honey. With my man Stud Doogie Love. Dropping 2000. Dig the way this go down. Check it. I hit a flow all dipped in low. Sit back and sip mo as I count my dough. Grand Poobah Maxwell, Doogie, coming with the New York. We keep it real like jail when we mic talk. Honeys know cause when I'm in a set, Grand Poobah is the one who makes they stick wet. So let me tell you something, lady. When your float is floating, it's all cream and baby. I made this one for the brothers in the party to find a hearty and dance body to body. Step one, first you grab honey by the waist. Step two, then you move out of ghetto face. Step three, then you look the dead in the face. Step four, now it's time to lead this place. Hold up, be careful of the cheesers, the teasers, the one who wants the money and the visas. I'ma tell honey straight off the back, but please don't even go there with that. Dig it. This one's designed to make the spine in your back whine. Grand Poobah, nice setup for you every time. Like. And you say New York City. Like. And you say New York City. Like. And you say New York City. Like. And you say, could it be I stayed away too long? MCs be wishing I was gone.
because they wanna be where I are. But you can't get that far, so stop wishing on the star. It's only one Grand Prix, so honey, do what you did on the night you creep with me. It's no doubt I come real with that, the butter trap, the one that makes honeys hit the bed mat. I'm energetic, poetic, athletic, with good credit, so just move like I'm Simon and I said it. You see, my flow is just a step ahead. I'm still wicked in the bed because I'm downright nasty like newlyweds. So back up and let me breathe, because when it comes to getting down, I'm getting looser than a crackhead's hair weave. And I bet your mind, golly, well, you never find a style like this if you search a million miles. So won't you let Pooh-Bah nice y'all party? I hit a flow like Al Jarreau. See, I've been doing this for years. I'm leaving MCs in tears, tears. Dig it, because they fall in just like the rain. Grand Poobah's too much for the brain. Now go diggers who try to get it, I left them backwards. They thought they f*** when they sh**, cause Poobah's everything, and everything is poo. Cause I hit them with a one, and then with a two. Yeah, cause that's just how Grand Pooh and Stud Doogie do. You didn't know I was the bomb, baby. Somebody should've told you. Somebody should've told you. Yeah. Say New York City, no doubt. And you say New York City, ha ha. And you say, cause we get down for ours, we get down, no doubt. Down for ours, we get down, no doubt. Letzte Frage, weil die Zeit ist schon wieder um. In Hamburg gibt es eine Menge Gruppen, die im Moment recht tight sind. Gibt es da jemanden, den ihr vielleicht erwähnen wollt? Bo hat eine ganze Menge Jungs am Start, die er noch grüßen möchte. Ich persönlich möchte nur die Fischmob-Posse grüßen und meinen Kollegen DJ Kotze, mit dem ich schon jahrelang zusammen wohne. Und an den geht ein besonders herzlicher Gruß, weil er im Moment ein bisschen kränkelt. Cosmic DJ nicht vergessen. Spasti, wir hatten herrliche Zeiten zusammen. Ja. Und ja, die vier Jungs, das wäre es eigentlich für mich. Das waren drei nur. So, also viel wichtiger, das nochmal zu mir. Es geht in Hamburg darum, dass wir ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Bands sind und die alle einen völlig eigenen Style fahren. Und da haben wir zum Beispiel halt eben Dynamite Deluxe, haben wir auch bei uns auf dem Cover, auf dem Album drauf. Sammy Deluxe, großer Rapper meiner Meinung nach. Dann haben wir jetzt ganz neu dazu gekommen Ferris, der halt eben auch nochmal einen ganz krassen, heftigen Style dazu fährt. Und DJ Kuhlmann hat ein eigenes Rap-Label, wo er eine eigene Band hat. Und dazu kann er uns jetzt wahnsinnig geile Facts liefern. Hong Kong Records. Tja, Hong Kong Recordings hat Doppelkopf. Wir waren ja schon bei dir. Sehr geil. AP ist fertig. Future hat auch Sammy Deluxe. Und Daniel Russo von 1-2. Und die kommt im April raus. Die beiden, also Dynamite Deluxe, Doppelkopf, werden bei uns auf der Tour sein als Vorband. Und ich hoffe, dass dadurch ein weiteres Spektrum des Hip-Hops in Deutschland irgendwie erschaffen wird, weil diese Bands sehr verschieden sind, aber doch zusammenpassen und dadurch irgendwie den ganzen Weg ein bisschen weiter nach außen treiben und mehr Sachen möglich sind. Absolute Beginner, natürlich auch aus Hamburg, die haben neue Styles am Start, so, wo noch keiner was von ahnt. Und da geht auch richtig was. 1-2 kommt jetzt auch auf Yo Mama raus, ja, unserem Label. Mongo-Clique für 98. Also da geht einiges in Hamburg. Das ist so heftig. Moin Moin Production. Moin Moin Production. Ich und Mr. Schnabel an den Geräten. Mal gucken, was da geht für 98. Solo-Album vielleicht. Mal gucken, irgendwas. Glaube ich. Löst euch von den Blockheads, Jungs. Und glaubt euch an euch selbst. Und macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Und kommt zu uns. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich hätte gerne noch Hong Kong Recordings, Tone Capone, der gute Mann, Dougie D von Easy Business, yep. René, du weißt, danke, ciao. Big up und Sure Shot von meiner Seite hier. Genau. Ich bedanke mich bei euch, bisschen schwitzige Hände habe ich, einer nach dem anderen, so, ciao, war cool. War nice. Schön. Mein Tipp, hört euch die Platte an, Psyllium. Heißt die Geschichte, sehr, sehr geil. Wir sind draußen von hier. Danke fürs Zugucken. Nächste Woche, wenn es wieder heißt World Cup, hoffe ich, dass ihr dabei seid. Peace. Er ist nicht lauter und nicht leiser. Nein, er ist der Disco-Tizer. Good.
Köln. Haltet euch fest. Ja. Und für das Lied brauchen wir natürlich Dance for Mills, ja, der heftige Vollplayback-Attacke, Leute. Danke! Es wird zu heftig. Jetzt mitgebracht hab hier. Ich bin ein Disco-Tanzer. Ich bin ein Rap-Beleiser. Ich bin ein Disco-Tanzer. Ich bin ein Rap-Beleiser. Ich bin eiser als Gold und flasher als Korn. Vanille als Illich. Hier nur People aus der Village. Laserblitze zucken durch die Luft. Kugel und dann dick ich im Stern-Disco mit Anzug zwang. Alle kommen rein, egal ob kurz oder lang. Und tanzen ist Pflicht, egal wie man's macht. Die Lunge ist gut und ich hätte nie gelacht. Die Tanzen sind cool und die Tanzen sehen gut aus. Der DJ legt auf und rockt das Haus. Mikrofon, Magnesium und Toni Bolletti. Tanzfuhr ist voll und alles ist Bolletti. Yes, everybody get on the floor and dance.